Was ich verstanden habe, oder wie ich es für mich deute, ist, dass jede Seelensprache ein Abbild aller Inkarnationen ist, die diese Seele schon hinter sich hat. Das heißt, die Seele hat ja über ihre lange Inkarnationsphase schon ganz viele Sprachen gesammelt. Und der Seele ist es wurscht, ob das jetzt dieses Leben ist oder das andere. Für die Seele ist es ein langer Zeitraum und ein Schwingungspotenzial.